Der Robin hier, ich grüße euch. Wer sich diesen Clip anschaut, wird wohl meinen selbstgemachten Flaggern-Effekt geladen haben und ich will euch nur kurz zeigen, was ihr überhaupt damit anstellen könnt. Vielen Dank erstmal fürs Laden und ich würde mich natürlich freuen, wenn es dem einen oder anderen was in seinem einen oder anderen Projekt bringt. Für eventuelle Kritik und Verbesserungsvorschläge bin ich auch jederzeit offen. Falls ihr übrigens gar nicht erst wisst, wie ihr es überhaupt erst in Final Cut Pro 10 installiert, dann könnt ihr das im kurzen Tutorial, den ich zu dem Thema gemacht habe, sehen, den ich hier auch in der Beschreibung verlinkt habe. Hat man es also richtig installiert und so, wie ich es verpackt hatte, dann sollte sich das Ganze in einer neuen Kategorie namens Post-Pro Effects in der Effects-Übersicht wiederfinden. Von hier braucht man es nur noch auf seinen Clip ziehen. Einmal angeschaut sehen wir, dass damit der Clip mit der Standardeinstellung recht langsam in regelmäßigen Abständen ein- und ausblendet. Was kann ich also damit anstellen? Schauen wir ins Infofenster vom Clip und unter Effekte sehen wir, dass wir hier lediglich ein paar einfache Optionen haben. Zum einen kann ich entscheiden, ob das rein raus oder auch ein aus, weich oder hart geschieht. Schalte ich es einmal auf hart, dann sehen wir auch, dass es damit nun hart rein und rausschneidet. Darunter gibt es dann einen Regler, mit dem ich die Geschwindigkeit bestimmen kann. Ich gebe einfach mal manuell einen Wert von 400 ein und wir sehen, dass es jetzt, welche Überraschung, flackert. Wobei damit auch die Deckkraft gemeint ist. Hiermit könnte ich also beispielsweise einen sehr schnellen Hin- und Herschnitt zwischen zwei Clips simulieren und mir gegenüber einer manuellen Umsetzung, denke ich, einiges an Zeit sparen. Dazu lasse ich einfach mal den Anfang des einen Clips mit dem Ende des anderen überlappen, schneide es mit dem Schneidenwerkzeug am Ende der Überlappung und lösche den Effekt vom zweiten Clip. Einmal angeschaut, habe ich damit also quasi einen rasant flackernden Übergang geschaffen. Nur noch mit entsprechender Musik betonen und es könnte gut funktionieren. Das war's wieder und wie immer würde ich mich freuen, wenn es vielleicht dem einen oder anderen etwas bringt oder zu etwas Interessantem inspiriert. Und falls nicht sowieso schon geschehen, spendiert mir ein Like, einen Daumen hoch, abonniert mich oder was auch immer es noch für freundliche Knöpfe hier gibt, die ihr klicken könnt, wenn es denn gefällt und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Eventuelle Fragen könnt ihr dort auch loswerden. Vielen Dank fürs Schauen und gerne bis zum nächsten Mal.